So, genau. Naheulbergs Dungeon Master. Ich starte das erste Spiel. Es kann gut sein, Hans, dass es ein bisschen so danach aussah. Hallöchen Blackdrift. So, Leute, also. Habe ich jetzt auch nur sozusagen von dem her, was die, was auf Steam, also ich habe die ganzen Spiele eigentlich nur anhand von den Videos und Bildern ausgewählt, die ich auf Steam, beim Steam Next Fest jetzt hier gesehen habe. Also keine Sekunde angespielt. Vielleicht ist es gut. Vielleicht ist es auch Unsinn. Okay, das ist wohl deutsch-französisch, wie wir sehen können. Kann ich das hier auf, komm, wir gehen hier natürlich auf Ultra. Gehen wir mit der Lautstärke nochmal runter. Die Musik ist schon mal ganz drollig. So, gehen wir mal auf 50%. Also gut. Dann machen wir mal ein New Game. Please note that the Dungeon of Nahölbergs Demo does not have a save feature. Ja, das ist ja ganz oft so. Hallöchen an Senor Jalapeno. Oh, der Toni raidet rein. Einen schönen Sonntag, liebe Freunde. Hallihallöle. Das fängt schon mal gut an, wenn es mit dem Huhn einhergeht. Hey, Toni, danke dir für den Raid. Grüß dich. Na, Anton, wie geht's? Ich hoffe, dir geht's gut. Willkommen, Leute, willkommen. Na, Höllbergs Dungeon Master Demo. Wo ich gerade eben das Huhn gesehen habe, muss ich irgendwie an Breathed For denken. decades, the Dungeon of Naulberg has been one of the crown jewels of the Lands of Fang. Bei mir ist auch alles toll, bis auf die unfassbaren Temperaturen, aber ich glaube, das Problem hast du wahrscheinlich leider auch, befürchte ich. Hoffen wir mal, dass es nicht noch wärmer wird, ne? Danke dir für den Raid. Oh Mann, oh Mann. Also, ich nochmal für die Info, für die Raider, die gerade eben reingekommen sind. Ich werde hier jetzt die nächsten 5 Stündchen, 5 verschiedene Spiele, also Demos vom Steam Next Fest, die ich mir rausgesucht habe, spielen. Ich habe die noch nicht angespielt, sondern nur so von der Optik mich quasi leiten lassen, ob die mir gefallen würden. Das eine ist jetzt hier Nahölbergs Dungeon Master. Sieht aus wie so eine humoristische, ja, Dungeon, also so ein Dungeon Master Spiel halt, so wie es halt früher gegeben hat. Der Name fällt mir gerade eben nicht ein. Dungeon Keeper, halt bloß ohne Monster und Dämonen und so weiter und so fort. Nehme ich mal an. Hallöchen auch in JB. Du hast eine Erdgeschosswohnung, Toni. Oh. Neid. Das zweite Spiel, was wir uns angucken werden, ist Gord. Dann werden wir uns New Cycle angucken. Lysara werden wir uns angucken. Und was war das letzte? Hans, bitte hilf mir auf die Sprünge. Ein fünftes. Fünftes. Warte mal, ich habe doch hier meine Liste. Homesick. Genau, Homesick werden wir uns auch angucken. So, also. Aber jetzt zurück zu Van Hölbergs. For decades, the Dungeon of Nahölberg has been one of the crown jewels of the Lands of Fang. Okay. Huh, that's funny. I never heard of it when I was studying for my Bitter Warlock Sidekick Certification. Okay, also keiner kennt offensichtlich diesen Dungeon. Das ist schon mal toll. Public relations are tough for independent dungeons. Spielt, glaube ich, hier die Indie-Game-Branche hier an, ne? Oh, aren't you affiliated with the Dungeons Fund? The Dungeons Fund? With those unscrupulous parasites? Never. But we do have the most insidious traps. The most cunning guards, the most dreadful monsters, and the most remarkable treasures. Also Selbstbewusstsein hat er auf jeden Fall schon. Also wir brauchen kein Funding von irgendwelchen gierigen Geldgebern. Wir sind sowieso die Besten. Na, das kennen wir doch. How delightful. May I look around? Okay. No, we've been renovating. The paint's still wet. Im Dungeon, die Farbe ist noch nass. Nein, nein, du kannst dich nicht umschauen. Oh, oh, ich finde es jetzt schon gut. Ah, too bad. Wenn das Spiel am Ende jetzt gleich genauso ist, dann haben sie mich jetzt schon. Dann haben sie mich jetzt schon.
Despite our reputation being well established, I've decided that this dungeon needs to take things to the next level. Okay, also. Ah, danke schön, Hans. Danke schön für die Reihenfolge. Yes, yes. The ad made that very clear. Warum hat das sehr, sehr gut. And I need more time for my magical research. Aha. Certainly. So, about my compensation, I... Well, let's not quibble over trifles. I'm aligned with industry norms. Not to mention, there's the gratification of joining a renowned wizard. Also, wie es aussieht, der andere ist also gerade eben ein Abgänger von irgendwie so einer Magierschule, ne? Und will jetzt bei ihm irgendwie in die Lehre gehen, wahrscheinlich um seine Fähigkeiten zu verfeinern. Und er aber wiederum ist wahrscheinlich dann der Herr von diesem Höllbergs Dungeon, von dem er behauptet, oh, das ist der großartigste Dungeon, wir brauchen kein Geld von irgendwelchen Geldgebern. Und der andere, was? Hab ich noch nie davon gehört. Yes, of course. May I meet the other members of the team? Team? Wahrscheinlich hat er gar keins. Well, actually, not today. They're attending a seminar for process improvement. You know what I mean. Der hat einfach überhaupt keine Leute. Process? The clock is ticking, and you're not the only applicant. What's your decision? This is a once-in-a-lifetime offer. Ich wette, er ist der einzige Bewerber. Ich wette es. Darren, heute Abend, danach. I'm interested. Not like I have a choice anyway. No one's hiring half-goblins. There's too much discrimination in this sector. All right, I'm in. Ein Halbgoblin, zu viel Diskriminierung. Er kriegt keinen anderen Job. Perfect, perfect. You made the right choice. And now? And now? Yes? Get to work, you wretch! I don't pay people to stand around. Hey, Anime, grüß dich. Yes, Master. All right, let's see. Where is the dungeon staff? What state are the premises in? I'll have a look around the property. I wonder if signing this contract was such a good idea. Er hätte sich vielleicht erstmal rumführen lassen sollen, ne? De facto die Katze im Sack gekauft. Also, ich soll nun WASD benutzen. Oder das da, oder das da. Ich kann auch rotieren. Ich kann zoomen. First steps. Welcome to Dungeon of Nahölberg. The dungeon has been in a poor state for too long. Your mission is to restore it. In other hands, make it profitable. As you can see, its reputation is currently at 1, which is really bad. Your goal is to improve it and make it the most feared and attractive dungeon in the lands of Fang. Also, wir sollen diesen Dungeon nun aufmotzen, profitabel machen. Das, also, was auch immer profitabel ist, vielleicht looten wir ja die armen Trottel, die reinkommen und werden dadurch reicher, ne? Und dadurch werden wir noch mehr Trottel anlocken, die dann noch mehr Loot für uns da lassen. So, ich glaube, so kann ich mir das Arbeitskonzept vorstellen. Also gut, Select Sangha. Was ist ein Sangha? Ach, das ist er hier. Ah, okay, also ich will mir gerade eben erstmal angucken. Also die würden dann hier reinkommen. Okay. Dann gibt's hier schon irgendwelche Räume. Das sieht ja aus wie eine Küche. Malate. Was auch immer das hier ist. Das sieht aus wie eine Taverne. Hi Ace Moon, Hallöchen Erich, willkommen. Now make my dungeon great again. und das hier sind wohl... Ah, das sind wohl wir. Herzchen. Lila und pinke Herzchenkissen auf seinem... Ja, stille Wasser sind tief und so, ne? Oh Mann. Ey, ganz ernst, wenn das so weitergeht, ey. Das wäre voll mein Humor. What do you want? Also. This is Sangdar, the master of the dungeon. When his patience gauge reaches zero, it's game over. Ah, also wenn seine Laune in den Keller geht, ist auch das Spiel aus.
I ate well. I'm in good shape. Also er ist unser Tamagotchi. I'm all clean. Ah, I feel so much lighter. I'm motivated. Also wir müssen, so wie es aussieht, gleichzeitig, nehme ich mal an, ihn betüddeln und gleichzeitig wahrscheinlich Angriffe auf unseren Dungeon abwehren, weil wir damit unser Geld verdienen. Zangda, a dark and mysterious man, master of the dungeon of Nahölberg. He likes to give his advisor Ravax the whip. He poses as a great evil warlock, but has yet to prove it. Also er ist im Grunde ein Poser. Gut. Select Ryvax the Steward. Das ist der, den wir gerade eben angestellt haben. What's this voice in my head? Was ist das für eine Stimme in meinem Kopf? Meet Ryvax, the new Dungeon Steward. In other words, the Head Stooge. I ate well, I'm good in shape, I'm all clean. A Dungeon Master is nothing without his right hand man. Imagine, he would have to talk to his minions and monsters directly. Ryvax may be venal, but he is also smarter than the most, naturally cowardly and cunning. Some even say that he is taking advantage of Zangdar's cruelty and secretly runs the dungeon in his stead. Okay, also, er ist de facto einfach das ausführende Organ. Und manche glauben, dass er den ganzen Laden eigentlich in Wahrheit schmeißt. Okay. Select a Minion. Was ist ein Minion? Minions sind hier. Yes? Okay, Minion-Info. Minions have an origin. In dem Fall ist er ein Mensch. Also, sie haben quasi einen Ursprung. Es gibt also unterschiedliche Rassen, nehme ich mal an. Das hier ist ein Mensch. A professional cook. Ein professioneller Koch. In Rang 8 und er verdient 20 Geld. Rang 1 Minions. The interns come at no cost. Also, die Interns. Also, das kennt man quasi aus dem Krankenhaus. Ne? Das sind sozusagen die Praktikanten. Die kosten uns nichts. Wir haben mal einen Monsterpraktikant. As for the prestige required, we'll cover it later. Okay. A minion gains experience by working their way up the ranks. The higher the rank, the more affected they are. The less often they fail accomplishing their tasks. Also, sie werden besser und scheitern seltener. Wir müssen uns also auf Scheitern einstellen, umso höher sie im Level sind. Aber dann werden sie wohl auch mehr kosten. 10-day periods in wages. In the lands of Fang, the unit of time is the 10-day week. Also in Fang gibt es die 10-Tage-Woche. The circle gradually fills up over time. Every 10-day week, all minions receive their salary in der orange number. Das ist ziemlich clever, ne? Die 10-Tage-Woche einzuführen, müssen sie mehr arbeiten und seltener bezahlen. Die bekommen also alle 10 Tage ihr Geld. Minions needs. Minions die when they run out of health and resign when their morale hits rock bottom. Also, sie sterben, wenn sie keine Lebenspunkte mehr haben und sie kündigen, wenn sie keine Moral mehr haben. Sie müssen wohl auch was gegessen haben, sie müssen in guter Form sein, motiviert sein und sauber sein. Each minions has specific needs. If these needs aren't met, health and morale meters will decline. Master, if I may. Isn't it a bit strange for an evil dungeon to have its tavern open to the public? Ah, yes. Well, it's a convenient way to make some money. But I'm not very good at managing it. I see. Well, it could prove to be useful. Oh man. Wir sind ein Dungeon, aber auch gleichzeitig ein Restaurant. So, have you finished your little tour? You must be in awe of the grandeur of this place. Yes, well, this dungeon is rather unique, that's for sure. But say, how often do you come by the staff area? Hallöchen, Daniel vom Königreich, grüß dich. Guten Sonn. Never. I'm a warlock, not a stable boy. All right, that's enough talk. Ja, ich würde jetzt gerne mal hier loslegen. We'll never be able to retain our staff with such rundown premises, Master. I have no money to spend on a luxury lounge for my lazy servants. Oh, but it's a matter of standards. Take the Temple of Wismo, for example. They have 18 toilets just for the servants.
Jetzt fangen wir an, quasi ihm zu erklären, was die anderen Dungeons für tolle Annehmlichkeiten für die Mitarbeiter haben. 18 Toiletten, nur für die Diener. What? Those frauds. Well, do what you must, but don't go overboard. We're not running a hotel. Also, lässt uns ein bisschen freie Hand. Let's see. We won't get anywhere without bathrooms, for starters. Chamber pots and manure heaps are so last century. Hm? Chamber pots. Kammerpots? Kammerpots? Ach so, der meint quasi Pisspötte. Construction. Click to build. Tab. Choose the room to build. Also, jetzt dürfen wir anfangen zu bauen. Ein Shower Room. Allows minions to relieve and wash themselves. Wir haben momentan 0. No discrimination of origin or gender. Das ist also quasi ein Unisex- und Uni-Race-Shower-Room. Everyone gets along in perfect harmony. Free for any quarrel or argument about suspicious hair on the soap bars. It is a work of fiction, after all. Genau, nach der Film, genau. Hallo, Jepesman. Okay, also, wir sollen das hier wohl bauen. Trace the walls on the floor. Beware the cost of the room increases with the size. You can add and remove walls using two buttons. Ist es egal, wo ich das hinmache? Nehm mal an. Ich weiß auch gar nicht, wie groß die sein müssen. Ich würde das jetzt einfach mal hier hin klatschen, ne? Also das ist die Mindestgröße. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 6.100. Ich würde es mal jetzt hier hin machen. Ne, egal. Wir machen hier die Tür hin. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Two Point. Select Latrinen. Sehr schön. Die guten alten Latrinen. Machen wir die denn jetzt am besten hin? Einfach hier direkt, oder? Hier machen wir da eine hin. Da. Zwei Stück, okay. Validate and pay the order to the construction. Also, das ist jetzt also quasi das Ganze jetzt hier fertig bauen. Time can be stopped. Or speed up. Speed up construction of the shower room to get it done faster. Da basteln sie jetzt hier rum. Sehr schön. Ich hätte das hier ein bisschen anders machen können. Aber egal. Hi Marunga. Das ist so eine Art Dungeon Keeper Spiel. We now have a decent bathroom. Now, dormitories with beds. The Galinotif keeps track of important events in the dungeon. Keep it out for more information. Ah, das hier also. I don't pay you to nap. Speaking of payment. Later, later. Super busy, magical research and all that. I think I'll have to put a little slush fund aside. Aha, dormitory. Allow minions to rest. Noch Pause machen, wie ich gerade eben sehe. Total number zero. The ultimate stench generator. We've all had this one friend who came to Friday sleepovers with his big stinky feet. Needless to say, orcs enjoy this great deal. Also, es muss ich einen Ort schaffen, wo die schlafen können. Dann würde ich dann tatsächlich ein Klabaster. Wir machen das, glaube ich, einfach hier so. Hallo? Also, ich muss das irgendwie anders lösen. Rückgängig. Ich löse das anders. Ich mache das so. Ja, ich... Lol. Warum willst du immer so komische Ecken basteln, du komisches Spiel?
You see what I mean? Ah, jetzt macht das, wie ich das gerne möchte. Okay, dann. Hier. Dann. Zwei Betten. Die wollen also zwei Betten. Das sind jetzt diese zwei Betten. Machen wir sie einfach mal so um die Ecke rum. Jetzt die Kisten. Also mit R kann man drehen. Einmal. Und zweimal. Wir validieren. Und die Pause natürlich rausnehmen, dass sie das sehr schnell bauen. Glöbbel, glöbbel, glöbbel. Also so ein Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen, da warte ich auch schon seit Ewigkeiten drauf. Ich wünsche mir das seit Jahren. Hallöchen Diddle, Hallöchen Peters, willkommen. So, jetzt haben wir das da. Master, the living quarters improvements are complete. Sehr schön. Not bad, but very expensive. We'll have to find some more money. If I'd wanted to go bankrupt, I'd have hired an interior designer. Wenn ich bankrott hätte gehen wollen, hätte ich einen Inneneinrichter. Einen Innenarchitekten. I hear you. But given the state of the dungeon, I'm not sure how we could defeat a party of adventurers, even beginners. Ja, dann müssen wir jetzt mal Fallen aufstellen, oder? If we're not up to snuff, it'll be your fault, entirely. But I just got here and, well, I do serve an evil wizard, not a charity. Wohl wahr. Also, was sollen wir jetzt als nächstes tun? We have to develop this tavern to bring in some income. Okay, jetzt müssen wir also über die Taverne erstmal Geld machen. The old tavern keeper is gone. Yet another ungrateful coward. I'm not dealing with this anymore. I've got better things to do. I must focus on my magical research and developing my management skills. Also er will mit all dem überhaupt nichts zu tun haben. I can handle it. So let's see. We need tables for customers, equipment for serving food and drinks. Meantime, I shall subscribe to a few periodical publications about evil dungeon management. We need to get this up to date. I wonder if he knows what he is doing. Don't you overspend. We want to extort gold from the poor, not waste our money on furniture for drunkards. Also, ich soll jetzt die Taverne auswählen. The tavern attracts customers looking to spend their gold. Also sie lockt halt Leute an, die hier Geld ausgeben wollen. Each item in the tavern has a maintenance cost that is automatically deducted at the beginning of every 10-day week. Just like wages. Also die haben also auch quasi Instandhaltungskosten. Alles was da drin steht, das wir auch alle 10 Tage bezahlen müssen. The sum in orange includes salaries and the tavern maintenance cost. Das in orange. Was? Irgendetwas in orange. Ich weiß es nicht, was hier orange ist. The number of customers depend on the size of the tavern and the number of seats. Also, wie viele Leute reinpassen, hängt von den Sitzen ab. Select the editing tool to add items to the tavern. Okay. Und was soll ich jetzt machen? Modify the tavern to accommodate 6 additional customers. Also ich soll 6 Leute hier reinsitzen lassen. Das sind auf jeden Fall momentan noch nicht 6 Leute. Das heißt also, ich brauche demnach wahrscheinlich nochmal einen weiteren Tisch. Einfach. Nehme ich mal an. Habe ich das richtig verstanden gehabt? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hey Rame Devil, danke für deinen Prime Sub im 36. und schönen Sonntag wünsche ich dir. Ach, hier würden wir übrigens gerade eben 44 Gold verlieren. Ah, das hat geklappt. Okay, wunderbar. There. Table and sideboard. This should be enough to lure in a few dupes. I hired an evil dungeon steward, not a lunch lady. Indeed, Master. But we need some revenue. Look,
All these customers should earn us some gold. Ich schätze mal, Peswin, dass sowas wie Verzierungen erst später kommen. Das sind ja erstmal Basics, die wir hier lernen. Also gut, als nächstes. Ein Held oder was? Oder was bist du? Oder was ist das? Orlov for debrief, Master. Hey, what's with this dull-looking goblin? Ah, nee, das ist auch einer der Diener. Half goblin? Who is this brute? He is the dungeon swordmaster and guard commander. So, are you back from the retaliatory raid? Er ist also unser Sicherheitschef sozusagen. Affirmative. We made it to target location, the so-called Temple of Wismal. Enemy ambush fighting. 100% loss rate on our side. Debrief over. What? You turkeys! Er hat alle seine Männer verloren beim Angriff auf diesen Tempel von Wismar. I was injured 6 times myself. We were expected. I am the guard commander, not a marauder. This requires specific operational preparation. Heißt das eventuell, das bin ich mir nicht gerade eben ganz sicher, aber heißt das, dass wir am Ende auch noch andere Dungeons angreifen? Das wäre natürlich auch lustig. Clearly! This doesn't speak highly about your abilities. Who asked you, you withered piece of lettuce? Silence, you two! Revax is our new steward. As for you, Orlov, maybe I should get a new swordmaster. Certainly, sir. But I'll complain to the Guild of Mercenaries and Dungeon Guards. This wasn't in my job description. Ugh. Cursed be the bowels of the great Talifern! I'm so sick of these union demands! Beat it, both of you! I'm going back to my research. Ihm ist einfach alles scheißegal. Hauptsache, die anderen machen ihren Job. Also wenn er sich einmal selber kümmern würde, wisst ihr. Das erinnert mich so ein bisschen halt auch so an Ars Magica, wo wir, also so gibt es so ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo man auch so einen mächtigen Magier spielt. Und im Grunde haben wir uns da genauso verhalten. Wir haben auch immer quasi die wichtigen Sachen, die, wie man halt quasi also den Magierturm managt, immer den Nicht-Magiern überlassen. Und das hat natürlich immer zu Problemen geführt. I think we'd better try to collaborate. In our mutual interest, Swordmaster. Ja, das solltet ihr vielleicht. Yeah, affirmative. For now, you little... I mean, yes, steward. Soviel zum Thema, dass es keine Diskriminierung hier gibt, ne? This failed raid explains why this dungeon is so badly guarded. Anyone can just waltz in. If we want to get rid of adventurers, we should deal with slackers first. Uh-huh. Affirmative. The downsizing caused by the incursion attempt on the Temple of Wismal is weighing on staff rotation. We must recruit new elite guards. Elite guards? Oh yeah. Guards are expensive. I read in Dungeons and Despots that support roles should be outsourced as part of a... atomized management of the company's processes. Er will also Subunternehmer anstellen, hat er in Dungeons und Despoten gelesen. Das soll man so machen, weil die teuer sind ansonsten. Don't you mean optimized, Master? Silence! You know nothing of modern dungeon management vocabulary. As for you, improve the guard, but with no superfluous expenses. Also wir sollen jetzt die Wachen verbessern, aber dafür kein Geld ausgeben. Klingt nach modernem Management. We could hire a few interns. They shouldn't cost us much. We just have to think about feeding them from time to time. Jetzt fangen wir echt mit Praktis an. Dungeon-Wachen-Praktikanten. Die kosten uns nichts. Affirmative. That's it for now. I'll bring them up to speed. Trust me on that. Attention. At ease. Also, the guard room is vital to the dungeon's defense. Place it near the dungeon's entrance. Also, wir sollen den in der Nähe des Einganges platzieren. Er ist wichtig für unsere Verteidigung. Also, Construction. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie nah der ran soll. Ich würde ihn jetzt mal hier zentral hinsetzen, oder? Ist jetzt so eine Idee von mir. Und der Gestalt. Wisst ihr, was ich meine?
Warte mal, ich mache das mal rückgängig. Guard Room. Ich würde den jetzt hier mal so groß machen. Und dann hier die Tür da vielleicht. Oder vielleicht sogar direkt dahin. Wir werden sehen, ob das eine gute Idee ist. Hallöchen, Hellboy. Also gut. Place for Lockers. Also für Human Soldier Lockers. Würde ich jetzt 1, 2, 3, 4 machen. Dann könnten wir für jede Rasse, könnten wir hier dann theoretisch hier eine Wand setzen. Das wird aber teuer, ey. Shit. Hi, Insus Black. Willkommen. So, dann bastelt mir jetzt jemand das Ding. Ich hoffe, ich habe es hier nicht übertrieben mit der Kohle. Ich finde es halt lustig, dass wir halt theoretisch halt auch einfach Menschen anheuern können. Später noch Orks, wie ich verstanden habe, und so weiter. Hallöchen an March. Willkommen. Guard Lockers. Each locker automatically recruits one of the more guards. They go about their business until the alarm goes off. When it does, they automatically go into battle. Also, jeder von diesen Spinden heuert automatisch eine Wache an und die reagieren automatisch auf Angriffe. Beware, each lock increases the population of the dungeon. Also es erhöht automatisch die Population. Das haben wir hier gerade eben kurz gesehen. Ne? Also hier gibt es so ein paar Sachen. Dann sind wir jetzt hier bei 4. The number of guards in the dungeon is always displayed. Also wir haben jetzt hier 4 Guards. Ich glaube, ich bewege mich mal Seite. Das ist vielleicht bei dem Spiel besser, ne? Ah, the first interns have arrived. Soldiers, attention! Line up in pairs in the front rank. I only want to see one head. Okay. Das jetzt hier, ich kann übrigens nicht rausgehen, ne? Sind das unsere Praktis? Oder sind das die ersten? Ne, das sind die ersten Angreifer. Alarm! Und da kommen unsere Wachen. Unsere Praktikantenwachen. I'm curious to see how he goes about training them. Ideally, we should find a pile of dirt and make them dig a hole to bury him. But that's absurd. Negative. This is training through blind obedience. To think is to disobey. Come on the double, rookies. Hop two, hop two, hop two. Hop two, hop two, hop two. Wir kommen gerade eben ein Mittagessen, das werde ich mir nachher dann auch gleich mal geben. So, okay. Also ich soll jetzt... Nee, da soll ich momentan noch nichts machen. Was soll ich... Was, ein Streik? Relax! Why are my minions so agitated? I can't focus in such a ruckus. One of the servants is on strike, Master. He's protesting against his working conditions. Der hat gerade angefangen im Grunde und protestiert jetzt gegen seine Arbeitsbedingungen. I can send the guards to slaughter this slacker. Civilians are so entitled. I'm not sure that's the best approach for retaining competent staff, Master. We must listen to his demands and fulfill them, if they're legitimate. I don't care about the specifics. I just need this rocket silenced. Deal with it, or you'll get the whip! Incidentally, there's an article in Dungeons and Despots about the psychological torture of middle management minions. Der Typ ist halt einfach so armselig, ne? Sein gesamtes Wissen, wie man einen Dungeon macht, ist dieser mächtige Magier aus Dungeons and Despots. Der ist quasi Peggy Bundy als böser Magier, so ein bisschen. Okay, also. Right.
At the beginning of each 10-day period, strikes can break out in the dungeon with potentially disastrous consequences. Also alle 10 Tage könnten Strikes passieren. Strikes have the effect of thrashing Zangdar and decreasing the dungeon's reputation. Okay, das ist schlecht. The displayed meter indicates the time remaining before the minion abandon their strike. If this happens, their morale is severely reduced. Also die Moral geht runter, wenn sie ihren Streik aufgeben. Und wir haben ja vorhin schon gelernt, wenn die Moral unten ist, dann kündigen sie. Genau, das Spiel ist eine Demo. Das ist, wie gesagt, alles Steam Next Fest, was wir gerade eben machen. The Strikers Union always displays their demands. Meet their demands to end the strike. Also, er möchte... Wants to work with his pet chicken. Er möchte mit seinem Haustierhühnchen arbeiten. Wants to work 6 days, 10-day period. Er möchte also nur, der will ein 4-Tage-Wochenende, aber spinnt der? Das bringt ja quasi die 10-Tage-Woche völlig durcheinander. Er möchte eine Zahnversicherung. Wants 5 10-day periods of a year. Er möchte 15-Tage-Perioden. Das verstehe ich nicht ganz. Er möchte auch mehr Geld. Er möchte Kaffeepausen. Und er möchte dazu in der Lage sein, während der Arbeit zu trinken. Also das ist ja wohl der unverschämteste Part. Okay. You know what, forget it. Their demands are unattainable for now. Just get rid of this ingrate by firing them. Also, okay, scheiß drauf. Das, was er will, ist für uns absolut... Ach, er will 5x10 Tage Urlaub. 50 Tage Urlaub. Okay, danke, Dame. Yes, danke für den Hinweis. Ist das herrlich. Also, wir feuern ihn einfach. Der verlangt unmögliche Sachen. However, firing a minion costs gold. The amount depends on their rank. Ah, wir müssen also ihn eine Abfindung zahlen. Ja, dann raus mit ihm. Mal gucken, ob er jemand anders findet, der seine... Luftschlosswünsche hier erfüllen kann. Out with the striker. It'll make an example of him. Still, I should try to make sure it doesn't happen again. Das wäre gut. It's done, Master. Everything is back to normal. The strike is over. The strike is over. About time. Let's move on. I've just been informed that the Temple of Wismo has increased its reputation. While we've been sitting on our haunches, whistling nursery rhymes. Ja, irgendwie kommen wir gerade eben nicht so richtig mit unserem Dungeon voran, ne? Wir haben einfach so viele Probleme, weil unser Chef keine Ahnung hat. Okay. We should limit the risk of strikes. The dungeon won't be able to repel adventurers with disgruntled minions. Affirmative. To smash those little snoopers, you need motivated and therefore well-fed guards. Ja. These matters are unworthy of a high-level wizard. They're better suited for interns. Hallöchen Trissa und Hallöchen Räudiger Rabe. JB, willkommen Leute, alle mit 90 Killemonk. Dass ihr da seid. Of course, Master. I'll see what I can come up with. But we'll need a cook. Wir brauchen also einen Koch. As long as they're not too expensive and can cook sumptuous meals. Bear and bear stew, for example. It's also necessary to adapt the food to each species. If we serve elfish fare to goblins, they'll start eating the elves too. Okay. Wir brauchen also ganz, ganz dringend einen Koch. Build Ravriak's office, place a desk of inhuman resources. Oh Mann. Also, Reviaks Office, das kann wahrscheinlich irgendwo sein, nehme ich mal an. Ich würde das, glaube ich, jetzt einfach hier hin machen. Dahin so. Und hier in die Tür. Er braucht 2 Türen? Nee, der braucht keine Tür. Und sein Desk. Und wenn die Leute hier reinkommen, ne? So.
hauen? Weiß jetzt nicht, warum der da theoretisch jetzt zwei Türen gewollt hätte. Ich hoffe mal nicht, dass ich zwei Türen brauche. Hi, Tuval. Ich muss auch irgendwie den Job des Koches noch irgendwie, glaube ich, besetzen oder macht das. So, Recruitment. To review the profiles of a potential recruit, click on the job tab to recruit them. Aha, also so rekrutiere ich jetzt also Leute. In dem Fall einen Koch. Bei Prestige benötigt. Orkish Traits, Fleischesser und ja, Messi, also unordentlich. Das ist das Beste, was wir kriegen können. Einen orkischen Koch. Wer ist das jetzt schon wieder? Immer wieder mit der Geschwindigkeit auf normal. Ahoy! I heard you're looking for a cook? Er ist gar kein Ork, okay? Well, yes, but I just hired one. An Ork cook. Doch. It's the best I could afford. Are you qualified? I sure am. I've been a cook, a barber, adventurer, surgeon, executioner, and embalmer. I can peel and bone like nobody's business. Mel Boots, here to serve you, with a preference for ale. Anyway, do you have someone for your tavern? Mel Boots. Hi, Trufo, grüß dich. Well, actually, we don't. It is true we could use a good tavern keeper. But my budget's a bit tight. Der Typ ist hoffnungslos überqualifiziert. I'll skim my pay off the take. Come on, you won't regret it. I'll turn it into a first-class boozing den. All of Fang will come here to get hammered. Just gotta keep the dishes real salty. Gotcha. Relocating towards the bar. March. Huff two. Huff two. Select an Orc minion to view his information. Da ist der Ork, ja. Click on the navigation arrow to display the second page. The minion's origins determines their special traits and behaviors. Orcs, for example, are carnivorous, which means your kitchen must produce meat dishes. Also, die haben halt unterschiedliche Anforderungen. Orcs essen Fleisch, deswegen muss ich auch Fleisch anbieten können. Place one carving board in the kitchen. Okay. Dann muss ich, warte mal, was ist laufen kann? Carving Board, genau, eine Fleischtheke im Grunde muss ich jetzt hier anbieten. Damit der Ork hier Fleisch machen kann. Dahin? Ne, das kriegt da nicht hin. Dann machen wir das hier einfach hier. Und ran damit. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir dann jetzt hier das Fleisch für die Orks jetzt hier haben. Also er muss erstmal für sich selber kochen geben, nach, ne? Mhm. Oh, den muss jetzt essen. Your minions have to eat standing up in the kitchen, which reduces their morale. Also sie müssen momentan im Stehen essen, was sie nicht mögen. Das reduziert die Moral. You can build a canteen to allow them to eat sitting down. Das boosting der Moral. Also wenn sie sitzen dürfen in einer Kantine, dann ist ihre Moral wieder am Steigen. Master, we have significantly improved the minions' living conditions. And for cheap, too. Sehr schön. And we'll serve them good. Cheap plunk. Hard ale and sausage that'll dry out your gullet. What? Who is this individual? But wer bist du denn? It's, Mel, the new tavern keeper. I'll explain. Tuval, darüber möchte ich nicht reden, ob das ein Ork gemacht hat. Hallöchen, Defcon. My patience is running thin. We spend too much on nonsense here. And our reputation is stagnating. Mhm.
no offense, but your dungeons got quite a stench, don't you think? Reeks like a bunch of dead rats. Jetzt kümmern wir uns hoffentlich endlich mal um den Dungeon. What? No, it doesn't. We just cleaned the mess and fired the slackers. Just saying, but this morning I saw a cockroach so grossed out it puked. Mind you, I'm not the kind to wash the mugs every day or to take more than one bath a month, but hey, there are limits to filth. Unser Dungeon ist so ekelhaft, dass er heute Morgen eine Kakerlake gesehen hat, die so angeekelt davon war, dass sie sich übergeben hat. It is true that to attract a certain class of customers or servants, we'll need to raise our standards. Cleaning, improving sanitary facilities and hiring decent domestics. Wir müssen also Putzleute anstellen, damit unser Dungeon gereinigt wird. Yep, exactly. Elves will do the trick. I know there are a bunch of lettuce munchers who think they're hot dung, but they don't mess around with cleanliness. Also Elfen sind also dafür da, um zu reinigen. Also ich soll jetzt einen Elfendiener anheuern. Elves have special needs too. Remind information. Elven trait. Ingenious. Set of traps more often than other minions. Vegetarier und foopish. Do not generate reputation in dirty rooms. Okay. Wir haben einen Elfen angeheuert. Select a shower room to view its information. Room items produce dirt as the minions when they move around. Also die Items der Räume produzieren Müll oder Dreck. Genauso wie die Minions, die sich darin bewegen. Depending on their origin or traits, good or bad hygiene affects the moral of the minions. Je nachdem, ob sie Dreck mögen oder nicht, steigt oder sinkt ihre Moral. This button indicates to the servants whether the room should be cleaned regularly. Also ich kann hier einstellen, ob der Raum regelmäßig gereinigt werden soll. Mache ich das jetzt einfach mal so an. Place one shower in the shower room. Und ich soll noch eine Dusche jetzt hier machen. Also der Elf beliebt wohl zu duschen. Machen wir die Dusche hin. Dann ist der offensichtlich glücklicher als ohne. Was ich übrigens jetzt schon schön finde, ist, dass die beide Toiletten nicht exakt gleich aussehen. Das mag ich. Oh, but what might this object in the shower be? A faucet? I see. Fascinating. Place one vegetable bin in the kitchen. Also es muss sich auch noch in der Küche irgendein Vegetarier. Ah, das ist der Vegetable Bin. Würde ich jetzt einfach dahin machen, oder? Ne, wir machen dahin. Weil die ja Vegetarier sind. Also hier wird das Fleisch zubereitet und hier wird dann wohl jetzt das Vegetarische zubereitet für die Elfen. There, some vegetables to cook. Yep, that's elves for you. Well, at least apples and turnips are cheap. Revax, the Temple of Wismal had marble columns installed. I just saw the etchings in the Dungeons and Despots magazine. Marble columns? Also warte mal, Marble, was waren sie mal? Wo? Spielen die Bejeweled dort? Oh, not again with that rag. We need to revamp my dungeon's decor. This is an essential aspect of the Marmor. Prolificacy of this organization's processes. Productivity, Master? But you said we don't have the funds to. Da war ich gerade geistig falsch abgebogen. Just make some improvements, or I'll turn you into a flower pot. And stop contradicting my managerial guidelines. You'll get your termination notice from Orlov's crossbow. Ich würde an seiner Stelle kündigen.
Click on the decoration tab to increase the prestige of the rooms and thus the dungeon's reputation. Also jetzt müssen wir die Räume auch noch schöner machen, damit sie mehr Reputation machen. Also ich soll jetzt 10 Dekorationen bauen. Machen wir mal an hier mit so einer Rüstung, die hier so schick in der Ecke stehen könnte. Einmal. Dann immer noch so Fences machen, damit man hier so ein bisschen mehr Platz hat. Eine große Bank zum einfach so sitzen. Könnte man theoretisch jetzt auch noch machen. So. Eine Truhe. Die große Truhe. Komm, wir machen die dahin. Dann schon mal 3. Ein Grünhauttoten. Können wir das hier reinmachen? Ich fände es total geil. Ich fände es total lustig, wenn das hier wäre. Ein magisches Licht. Oh, aber wisst ihr was? Machen hier noch. Genau, hier solche. Solche Sichtschutzdinger hin. Dann können wir noch einen. Ein Feuer reinmachen, damit es hier so ein bisschen warm aussieht. Das finde ich eigentlich ganz cool, so die Idee. Das gucken wir mal. Das kostet wieder einen Haufen Geld. Ja, es scheint. Belrel, grüß dich. Und hallöchen auch in Neiter. Es scheint wirklich so zu sein, dass das Spiel so ein bisschen so eine Mischung aus Two Point Hospital und Dungeon Keeper ist. Was ich eigentlich ziemlich cool finden würde. Also das würde ich schon cool finden und echt feiern. Mhm. Ich muss also 7 verschiedene machen, oder? Zählen wahrscheinlich jetzt nicht doppelt. Nein, doch, die zählen. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Defcon meint, wie wäre es mit Gefängniszellen aus Marmor mit silbernen Gitterstäben und goldenen Ketten? Wäre auch was, wäre was. Done, Master. We've installed some marble columns, braziers and flower pots. Now, we... Ah, I'm quite pleased with my choice of decor. I shall write to the Dungeon Owners Association of Fang to share my creative insights. I hope this won't get us into trouble. Bestimmt nicht. Hello, I'm looking for the master of the Dungeon of Nahulbuk. Well, I am his steward. How may I help you? I'm here about the letter he sent to the Dungeon Owners Association of Fang. Ach, die wird jetzt hier wahrscheinlich unseren Dungeon bewerten. Are you going to publish his article on interior decoration? I don't know. This is a matter for the DOAF Gazette editorial board. I am Doris Martadella, head inspector of the Dungeons Fund. I'm here for your membership application. Allein der Name schon, Doris Mortadella. What? The DF? But we didn't apply for membership. There must be some mistake. Your master wrote to the DOAF. According to DOAF regulations, any such communication is to be considered as a membership application to its parent company, the Dungeons Fund, unless expressly stated otherwise. But that's... Puss and boils! This is utter nonsense! What if we refuse to join? That is your right. In accordance with the DF regulations, as ratified through case law by all courts in the lands of Fang, we would be entitled to a compensation of 200,000 gold coins. Also, sie zwingen uns Mitglied in ihrer Organisation von diesen Dungeons zu werden. Sonst sind wir pleite. 200... What? That's racketeering!
It'd be easier to join the DF like most proper dungeons. I will have your master sign the documents. A measly 412 scrolls for a small dungeon like yours. Pox and mutant rats! Rivax! In my office! Immediately! Okay, das war's wohl schon hier mit der Demo. Die hat ziemlich genau eine Stunde gedauert. Das Ding kommt diesen Sommer. 2023. Thank you for playing the demo. Bin gespannt, wie das Spiel sein wird. Genau, sehr lustig, finde ich auch. Ich freue mich drauf, tatsächlich. Also so eine Mischung, wirklich wie Two Point Hospital, / Two Point Campus und Dungeon. Also, ja, wie heißt es das? Dungeon Keeper, sage ich jetzt mal. Und vielleicht noch ein bisschen mehr in der Richtung.